Ja, willkommen zurück zu Metro. Wir sind hier abgesprungen vom Zug in der letzten Folge und müssen jetzt die Linie überqueren. Das wird, glaube ich, nicht einfach. Ich muss dazu sagen, diese Aufnahme dieser Folge 2, denn ich habe das schon mal aufgenommen gehabt. Da gab es ein kleines Problem mit meinem Magen. Davon wird wahrscheinlich etwas in der Highlight-Folge kommen. In dem Special auf YouTube. Dürft euch freuen. Das wird wahrscheinlich lustig. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir... Wow, der ist ein bisschen stärker, so wie es ausschaut. Wow. Jetzt gibt's Stress, glaube ich. Ja, jetzt gibt's Stress, richtig. Jetzt gibt's richtig Stress und wir sind auch tot. Also, nochmal von vorne, müssen wir das ein bisschen anders angehen? Dass es doch so stressig wird. Das habe ich ja gewusst, ein bisschen. Aber so extrem? Wenn wir das Wurfmesser nehmen. Also. Auf geht's. Singen Sie mit mir. Zart oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten. Shit. Ich glaube, das war's. Ja, das war's, glaube ich. So, die kommen ja jetzt da oben runter, denke ich mal, ne? Vermute ich mal. Das heißt, die knallen wir jetzt alle da oben auf der Dings ab. Auf der Treppe. Mal eben nachladen. Wenn die überhaupt jetzt hier kommen, von der Treppe aus. Weil da waren ja so viele auf dem Zug gewesen. Ja, da oben. So. Ich hoffe mal, dass der weg ist. Ja, da oben. Ja, der geht nirgendwo hin, genau. Der geht nirgendwo hin. Wir müssen auch oben auf die Linie aufpassen, weil das ist ganz schön brenzlig hier, die ganze Situation. Weil die pflastern von oben, von unten, von rechts, von links. Da ist sowas. Wow. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Ist denn sowas möglich? Die waren doch vorher nicht da. Da dreht man sich einmal um ein bisschen. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Machen wir das anders. Das machen wir so. Munition haben wir genug, ne? Erstmal, ja. So, nachgeladen wir auch. Damit wir die oberen schon mal weg haben, habe ich da so eine kleine Idee. Habe ich eine kleine Überraschung für die Jungs. Wacht auf, verdammte dieser Erde! Oh. So, das war die große Überraschung. Das war die große Überraschung. Damit haben wir uns ein wenig es leichter gemacht. Das ist schon mal super. So. Läuft auf jeden Fall geschmeidiger und besser, als wie ich vorher das hatte, weil die oberen, die doch ganz schön... Weil die ganz schön Stress machen, auch da drüben, die Jungs. Will mich auch verarschen. Was?
Wer, was, wo, was, warum, weshalb, wieso? So. Man muss hier ein bisschen klüger vorgehen. Man kann nicht so einfach durchrushen. Das ist ja das, was ich ja in Anführungsstrichen auch so schön finde. Weil in manchen Spielen braucht man ja einfach nur Vollgas geben mit... Hallo, da war doch gerade was mit Munition aufsammeln, ne, oder? Da. So. Oh. Das war ein bisschen fies, ich weiß, aber... So. Aber hier ist es nicht so. Ich werde mal trotzdem mal hier durchrennen, weil ich da hinten nochmal gucken möchte, ob da was zu sammeln gibt. Hier gibt es Munition. Lach hinten vielleicht noch was, was ich vielleicht... Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Okay, das kann ich alles nicht aufsammeln, weil ich eigentlich voll bin. Ich werde mal die Lampe anmachen, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Weil jetzt ist ja egal, ob sie uns sehen oder nicht. Ne? Ihr Kommunisten? Was? Wo? Wer? Was? Warum? Wo ist er denn? Ach, da hinten steht er. Zeig dich doch mal. Mein Gott, mein Aiming. Bitte schreibt nichts über mein Aiming unter den Videos, ja? Ich weiß, dass es schlecht ist. Aber man muss sagen, bei Metro ist es irgendwie sehr träge, die Steuerung. Das ist irgendwie... Das ist doch irgendwie, ne? Was wollte ich denn? Irgendwas wollte ich jetzt gerade? Habe ich vergessen. Fällt mir bestimmt irgendwann wieder ein. Vielleicht. Vielleicht. Aber apropos vielleicht, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen zu vielleicht. Denn, ich war mal mit einem Freund, war ich mal im Kaufland einkaufen gewesen. Also, jetzt habe ich wieder Werbung gemacht. Kaufland, Rewe, Aldi, Netto, Norma, wie sie alle heißen, Fanny, Penny. War ich im Kaufland einkaufen gewesen. Und mein Kumpel oder mein Freund meinte dann, ja, ich bräuchte noch so eine rote Schorle, muss ich mir kaufen. Dann waren wir in der Getränkeabteilung. Kommen da hin, da stand da so ein Typ. Und der meinte, dann meinte mein Freund, ihn fragen zu müssen, wo finde ich denn diese rote Schorle? Die ist eigentlich vom Kaufmann selber. Und dann zeigt der Typ so nach da hinten. Da hinten. Vielleicht. Wir beide uns angucken. Was? Was hat er jetzt gesagt? Vielleicht? Alter, der arbeitet da. Und dann sagt er vielleicht? So, das kann ich doch nicht zu Kunden sagen. Das ist doch genau dasselbe, wenn ich irgendwo auf der Autobahn Raststätte bin oder keine Ahnung, auf der Straße und frage jemanden, hör mal, wie komme ich denn da zum Einkaufsmarkt XY? Und der sagt da hinten, vielleicht. Also, ich hab mich so weggeschmissen, ehrlich. Und die ganze Zeit, wo wir durch den Laden gegangen sind, haben wir die ganze Zeit immer gesagt, vielleicht. Ich brauche noch ein paar Bananen. Ah, die liegen da hinten, vielleicht. Ja, also, sowas kann ich doch nicht sagen als Verkäufer. Das geht doch gar nicht. Das ist doch ein No-Go, oder? Oder was meint ihr? Also, ich meine, das geht nicht. Sowas kann man nicht machen. Ja? Ich kann doch nicht einfach sagen, vielleicht liegt da was da hinten. So, was passiert jetzt, wo wir das ausgemacht haben? Ah, Licht aus ist gegangen. Cool. Ja, aber wie gesagt, das ist ein... Oh, die schlafen. Ich weiß, das ist gemein, aber die könnten uns in den Rücken fallen. Ja, ich weiß. Ja, das ist gemein. Die haben eh schon Blut gekotzt von so an, ist es egal. So. Nee, aber sowas kann ich einfach nicht sagen. Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Das ist ja genauso, wenn ich in der Gaschette reinkomme und frage den Typen, frage den Gaststätten. Okay. Und frage den Gaststättenwirt, wo ist denn die Toilette? Und er meint dann zu mir, ja, da hinten die Treppe runter vielleicht. Und du stehst da so, oh, ich muss aber, da liegt gleich was. Ist nicht meine Abteilung. Ist nicht meine Abteilung. So, dann werden wir mal die Maske aufsetzen, weil hier sieht's aus, als könnten wir hier eine Maske gebrauchen. Darf man denn da reingehen? Ich dachte, man darf nicht in das Wasser. Okay, darf man anscheinend doch. Ach ja, wir sind ja doch so ein bisschen immun gegen. War doch so, ne?
Nein, ein Fernglas. Wie cool ist das denn? Ach nein, Nachtsichtgerät. Hatte L1 gedrückt, um das aus... Was? Ist gedrückt, um das Ausrüstungsmenü aufzurufen. Ja, ja. Oh, ist das cool! Willkommen bei Outlast! Version 2.0. Und wir müssen einen Schlüssel finden. Für den Safe. Ich werde mal die Lampe ausmachen. Moment. Habe ich die Lampe jetzt eigentlich aus? An? Aus, ja. Oh, ist das cool! Ey, das ist voll wie Outlast. Ohne Spaß. Und wir brauchen noch einen Schlüssel. Vielleicht liegt das ja bei den oben. Bei den Typen, die wir da gerade erledigt haben. Vielleicht liegt der Schlüssel ja da. Ich werde jetzt erstmal das Nachtsichtgerät auslassen. Ah, das ist so cool. Das gibt's gar nicht. Das ist der Hammer. Haben die einen Schlüssel bei? Nee. Normalerweise liegt der Schlüssel ja ziemlich in der Nähe, ne? Also... Okay. Da war jetzt kein Schlüssel dabei. Also meistens ist er nie weit weg. Sind da drüben schon wieder welche? Nö. Ja, weil da geht's ja schon wieder weiter dahin. Da möchte ich jetzt nicht... Na, meine Batterie ist alle. Ich muss mal wieder... So. Nee, aber irgendwo muss doch der Schlüssel liegen. Der kann doch... Nein, ist das ein Klo? Ach du Scheiße. Wenn man da ein Würstchen lässt... Habe ich mir jetzt erschrocken. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht finden wir ja doch den Schlüssel da irgendwie. Vielleicht mit dem Nachtsichtgerät. Vielleicht haben wir das deswegen gekriegt. Ich schaue nochmal eben. So. Nein. Kreis, so. Nein, du sollst die Lampe ausmachen. Mein Gott, ist denn sowas möglich? So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Weil irgendwo muss der Schlüssel ja hier liegen. Also vermute ich mal. Die Suche nach dem Schlüssel. Hier liegt auf jeden Fall eine Waffe. Kann mal eben das Nachtsichtgerät nochmal ausmachen. Doch ein bisschen zu hell für den Bereich jetzt hier. Aber wo finden wir denn den? Alt L1 gedrückt, um links zu wechseln. Also auch Filter. Wo finden wir denn den verkackten Schlüssel? Ich seh schon kommen. In den Kommentaren steht da, guck mal, der Doofmann, der rennt da vorbei. Guck mal, der liegt euch der Schlüssel. Euch der bekloppt. Ich hab dir immer gedacht, da liegt der Schlüssel. So. Ich bin zu dämlich, den glaube ich gerade zu finden. Naja, ist ja auch egal. So, Maske abnehmen, weiter geht's, dann, keine Ahnung, vielleicht finden. Nee, oder? Nee, oder? Das... Und jetzt liegt gleich wieder irgendwie so ein Scheißzeug nur da drin. Dann... Oh! Oder irgend so ein Vieh springt uns an von hinten, wenn wir den geöffnet haben. Na ja, super. Naja, wenigstens 150 Taler, wollte ich jetzt schon gerade sagen. Oder Münzen, wie bei Mario. 150 Patronen. Ja, das geht ja noch. Da kann ich ja noch mit leben. So. Aber entspannende Musik ist es jetzt gerade nicht. Es ist immer noch so ein bisschen so dramatisch. Moment, muss mal kurz Schluck. Muss mal kurz auf zu schießen da hinten. Ich muss mal eben kurz mit meinen Zuschauern unterhalten und Kaffee trinken. Entschuldigt bitte, wenn ich das in der Aufnahme mache, aber ich muss einen Kaffee, sonst komme ich nicht aus dem Pott. Das ist einfach irgendwie, das ist doch irgendwie, ne? So, hier hatten wir jetzt alles gesammelt, ne? Genau, stimmt ja. Ich werde mal hier so einen Blick riskieren, wie das da hinten so aussieht. Schauen wir mal. Das, okay. Das
ist auf jeden Fall einer am MG am Stehen. Ja. Und ich höre rechts auch schon wieder irgendwas. Das heißt, gut, dann werden wir mal schleunigst weitergehen. Bevor wir vielleicht gleich wieder welche im Rücken haben. Ich werde mal das Nachtsichtgerät ausprobieren. Ja, vielleicht... Oh, das ist cool. Aber man sieht in der Ferne nichts. Das ist schlecht. Aber das hat schon das hat schon einen gewissen Flair, finde ich. Echt so ein Outlast-Flair auch. Das Feuer kann ich nicht ausmachen. Das blendet. Okay, da unten geht's auch lang. Oh, der schießt aber ganz schön. Was steht da? Peach. Hält das denn immer das Nachtsichtgerät? Okay. Kann ich nicht mit dem Panzer fahren hier? Hätte aber eine komische Brille aufgehabt. Mal eben abnehmen, wie das hier aussieht. Okay. Ich werde mal eben... Nee, durch die Bahn werde ich... Der trifft uns doch. Hundertprozentig trifft er uns gleich. Boah, sieht das cool aus mit dem Wasser. Boah, geil. Also eine hübsche Animation, muss man ja mal sagen. Sehr, sehr schön. Soldaten der Roten Armee, ganz genau. Wow. Stirbt alle. Na, ich treffe mal wieder gar nichts, wie immer, ist ja typisch. Einen von euch, da hat mehr erwischt von euch. So. Mit Einzelsalven geht's, glaube ich, so ein bisschen. Da kann man die schön erledigen. Oh, da kommt einer. Oder der steht da hinter der Kiste. Dim, 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 dim. So, den da oben haben wir auch, so wie es ausschaut. Oder? Ja. Den am MG. Der fällt aber auch nicht um, ne? Die haben ganz schöne dicke Panzerung, muss ich ja mal sagen. Gut. Da haben wir die Jungs erledigt. Und ich würde sagen, hier machen wir spannend in der nächsten Folge weiter. Also, bis demnächst. Ciao.